Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu diesem Interview mit Maren. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat und ich würde sagen, sie stellt sich selbst euch erstmal vor. Ja, hallo, mein Name ist Maren. Ich bin Jahrgang 70, geboren im Zeichen des Skorpions, werde jetzt nächste Woche 48 und bin total interessiert an Farben, Chakren und Yoga. Ich mache seit über 8 Jahren Kundalini-Yoga und dieses Yoga bekommt mir total gut und ich bin einfach nur begeistert von dieser wunderbaren Yoga-Lehre und ja, freue mich einfach, was dieses Leben so für uns hier bereithält auf diesem Planeten. Genau jetzt und hier. Schön. Weißt du noch so ungefähr, wann du das erste Mal mit Chakren in Berührung gekommen bist? Wie lange das jetzt her ist und wie das dazu kam? Ja, das kann ich dir genau sagen. Das war ungefähr um die Jahrtausendwende rum, 2000. Da habe ich noch in Berlin gewohnt und hatte da einen sehr schönen spirituellen Esoterikladen in meinem Kiez, wie wir in Berlin so schön gesagt haben, in der Akazienstraße seinerzeit. Und dort bin ich das erste Mal mit Heilsteinen und mit Meditationskarten rund um die Chakren in Verbindung gekommen. Und das fand ich total spannend, hat mich echt gefangen und da wollte ich einfach mehr wissen über die ganze Thematik. Das heißt, dort hat es angefangen und dann hast du dich einfach ein bisschen mehr darüber informiert. Und wie war dann so der weitere Weg bis dann dahin, dass du Chakmuni gegründet hast? Also, ich fing erst an, wie gesagt, mit Edelsteinen zu meditieren. Also, das heißt, ich habe mir immer einen geschützten Raum gesucht, so abends nach der Arbeit oder am Wochenende kurz nach dem Aufstehen und habe dann mir die Meditationskarten auf die jeweiligen Chakrenpunkte gelegt in Verbindung mit den Edelsteinen und habe halt gemerkt, wie gut mir das tut von der Energie her, dass mein Energiehaushalt ausgeglichen ist und ja, es war recht, wie soll ich sagen, recht unpraktisch mit den Karten und den Steinen auf dem Körper dann auf dem Boden zu liegen. Sobald man tief geatmet hat, sind die Karten verrutscht oder die Steine sind runtergefallen. Und dann habe ich halt temporär angefangen, eben Steine zum jeweiligen Chakra für längere Zeit am Körper zu tragen. Und dann kamen die Düfte dazu, ja, und dann habe ich Workshops besucht, also wirklich querbeet habe ich mich um die Chakren gekümmert, bis dann 2014 die Idee kam, hey Mann, irgendwie muss es doch auch was geben, die Chakren spirituell in meinen Alltag zu integrieren. Und das war eigentlich so die zündende Idee, ja, für Chakmuni. Dann bin ich ein Jahr ins Brainstorming gegangen, wie ich das auf Alltagsaccessoires umsetzen kann. Und 2015 war es dann mit der ersten Kollektion und mit dem eigenen Shop. Ja, genau. Wenn wir gerade so schon bei Chakmuni sind, magst du noch so ein bisschen was darüber erzählen? Was ist so die Philosophie von Chakmuni? Was gibt's alles bei Chakmuni? Ja, gerne. Chakmuni ist meine Manufaktur für Wohlfühl- und Lifestyle-Accessoires, wie ich so schön nenne, zur Harmonisierung der Chakren. Denn ich bin zwar spirituell, aber ich bin nicht ESO in Häkchen sozusagen. Und von daher war es mir einfach wichtig, trendige Accessoires zu entwickeln, die wir in den Alltag integrieren können. Und ich habe halt zum Beispiel eine ganz tolle und gute Laune spendende Tassenkollektion. Porzellantassen, die werden hier in Deutschland hergestellt. Die haben alle ein ganz tolles buntes Mandala, was auf die Chakren halt wirkt, plus eine inspirierende Affirmation. Und ich liebe es, einfach morgens aufzustehen, in mein Küchenregal zu schauen und ja, einfach spielerisch für mich festzustellen, hey, welches Chakra braucht denn heute den Farbimpuls? Also damit fing es eigentlich an mit den Tassen. Dann kamen die Glasuntersetzer dazu. Ja, und im Laufe der Zeit habe ich die Kollektion dann ausgebaut mit Ketten, mit Taschen und Kissen. Die sind aus der Stars Deluxe Collection oder auch dieses Tuch hier, was ich gerade um habe fürs Wurzelchakra. Tat mir heute Morgen sehr gut für Stärke, Mut und Urvertrauen. Und die Stars Deluxe Collection, zeichnet sich eben aus, dass ich da per Hand dann Mandala aus Original Swarovski-Kristallen anwende. Und das hat halt so einen schicken Style. Und ansonsten für die tägliche Benutzung sind halt die Tassen und die Glasuntersetzer einfach klasse. Und Ketten gibt es noch, Ohrringe. Und dann habe ich auch noch eine Kooperation mit zwei Schmuckmanufakturen.
für Edelsteinmalers und für Echtschmuck mit Halbedelstein. Also das ist auch alles in meinem Shop drin. Aber Schmuck, da habe ich so tolle Kooperationspartner, da muss ich das Rad nicht neu erfinden. Aber das war mir wichtig, das eben auch mit in die ganze Kollektion zu integrieren. Und natürlich Tee. Ha, den habe ich jetzt auch noch vergessen. Also jede Porzellantasse von Chakmumi wird halt auch noch mit dem passenden Chakra-Tee geliefert, mit einem Probierbeutelchen, sodass die Teetrinker dann optimalen Genuss von Anfang an haben und ins Chakra spüren. Ja, das ist so meine Mission und meine Herzensangelegenheit. Das finde ich schön. Vor allen Dingen so dieses, dass es alltäglicher gemacht wird, ne? Dass man es halt viel besser in seinen Alltag integrieren kann. Wie sieht das ganz persönlich bei dir aus? Also was machst du ganz persönlich da? Was ich ganz persönlich damit mache, ist, also zum einen nutze ich natürlich die Tassen und die Glasuntersetzer. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gibt es erstmal ein Glas heißes Wasser. Ich bin halt sehr Ayurveda-orientiert in meiner Ernährung und da gehört halt einfach nach dem Aufstehen erstmal ein großer Schwung warmes Wasser in den Tag oder in den Start des Tages bei mir dazu. Und dann stehe ich eben vor meinen Tassen und gucke und sage, Mensch, welches Chakra braucht heute Input? Und das zieht sich dann so durch den ganzen Tag durch. Also das heißt, ich greife dann auch die Farbthematik auf für den Tag, was die Klamotten anbelangt oder auch Steine nehme ich dann zu mir oder trage die dann bei mir. Und was ganz wichtig ist, das ist halt echt ein ganz fester Standteil meines Lebens geworden, ist auch das Kundalini-Yoga, was ich selber praktiziere und wo ich aber auch einmal in der Woche in eine Gruppe gehe. In Köln und da arbeiten wir auch jede Woche an einem anderen Chakra und das in Kombination ist für mich einfach Lebensenergie pur sozusagen. Das ist schön, das ist super, super schön. Und diese Videoreihe, die ich ja hier mache, die soll ja so ein bisschen dazu dienen, die Leute, die sich das ansehen, zu motivieren, zu inspirieren, sich selber mal ein bisschen mit seinen Chakren auseinanderzusetzen. Was würdest du sagen, sind so für dich die positivsten Aspekte daraus? Ja, ich finde es einfach genial, dass wir diese wunderbaren Energiezentren, also wir reden ja von sieben Hauptenergiezentren plus die Aura. Es gibt noch viel, viel mehr Chakren, Handchakren, Ohrchakren, also das ist schier unerschöpflich, dieses Thema. Ich persönlich habe mich auf die sieben Hauptchakren plus die Aura spezialisiert. Und ich finde es einfach klasse, dass wir das kostenfrei von Geburt mitgeliefert bekommen, dass wir die ganzen Schätze in uns tragen. Und mein Anliegen ist es halt einfach, den Menschen bewusst zu machen, was sie in sich tragen. Und man kann so viel über sich selbst lernen, welche Themen in den Chakren verankert sind, wie man Konflikte chakrenbewusst harmonisieren und auflösen kann. Und das ist einfach total wunderbar. Und ich bin einfach nur dankbar, dass ich diesen Schatz in mir entdeckt habe. Ja. Ja, genau, das ist so dieses Schöne. Man trägt das alles eigentlich schon in sich. Man muss nur anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und auch positiven Einfluss darauf zu nehmen. Ne? Also Blockaden, die man da vielleicht hat, sich anzusehen und zu lösen. Genau. Das geht halt wirklich total einfach. Man muss einfach nur lauschen, was die Seele oder was das innere Kind einem sagen möchte. Und dann erfahren wir so viel über uns, ohne jetzt rausgehen zu müssen zum Arzt, zum Heilpraktiker. Das ist alles wichtig, um Gottes Willen. Ja. Das möchte ich halt nicht irgendwie schlecht reden. Aber ich möchte die Leute halt einfach einladen, erstmal reinzuspüren und in sich zu lauschen, wenn sie sich die Zeit nehmen, was sie dann für Antworten bekommen. Genau. Genau. Und man kann, wie du schon sagtest, sehr, sehr viel über sich selbst lernen oder auch über den Partner zum Beispiel lernen. Ne? Also man weiß, was für ein Chakra-Typus er dann zum Beispiel auch ist, hilft es ja beim gegenseitigen Verständnis. Und das finde ich halt auch so schön, dass es halt auch so vielseitig ist. Ne? Es nimmt Einfluss auf unseren Körper, auf unseren Geist, auf unser Bewusstsein. Und genau, das ist halt so wunderbar vielseitig. Und wir können damit sehr, sehr viel positiv beeinflussen und auch verändern, wenn wir das möchten. Auf jeden Fall. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, weil wir halt drei untere Chakren und drei obere Chakren haben, die übers Herzzentrum miteinander verbunden sind. Und jedes Chakra hat eine ureigene Bedeutung. Und wenn du halt einfach siehst, okay, hier an dieser Stelle grüßt täglich das Murmeltier. Und wenn du dich dann auf die Reise begibst und das Chakra halt einfach wirklich bewusst
harmonisierst, balancierst und diesem Chakra Gutes zuführst, dann ja, ergeben sich halt einfach Veränderungen im Fühlen, im Denken. Es passieren auch ganz andere Umstände, die dann in dein Leben übertreten. Ne? Und das ja, ist echt eine ganz, ganz spannende Sache, die wir aus, ja, aus Fernost, aus Indien halt einfach überliefert bekommen haben. Ne? Und zum Abschluss wäre jetzt noch meine letzte Frage. Wenn jetzt jemand so ganz frisch damit starten möchte, wie fängt man denn am besten an? Also ich persönlich empfehle allen Chakra-Newcomern, die darüber überhaupt noch nichts gehört haben, das Buch, das Chakra-Handbuch aus dem Winfert Verlag. Das finde ich einfach total klasse. Das Wissen ist ganz einfach und übersichtlich aufgezeigt. Und man bekommt dann auch noch Hinweise, wie kann ich mit Naturerfahrungen meine Chakren harmonisieren. Und es wird auf positive Eigenschaften, wenn das Chakra gut schwingt, hingewiesen. Aber auch, wenn die Chakren in Dysbalance sind. Und das ist für einen selber, finde ich, schon mal ein ganz, ganz toller Start, um in sich hineinzuhören und zu gucken, hey, welches Chakra kann ich denn optimal aktivieren? Wo ist denn bei mir die persönliche Baustelle? Und ich bin mir sicher, wenn man dieses Buch ganz ohne Erwartung liest, man erkennt eigentlich sofort auf den ersten Blick, wo bei einem selber die Baustellen halt einfach sind. Ne? Und damit würde ich dann so starten und vielleicht mit einer Atemmeditation und dann eben die Farbe integrieren und Heilsteine und Öle und Düfte und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und dann eben das in den Alltag zu integrieren, da sind dann halt die Tassen und die Glasuntersetzer, finde ich, so der Start, um sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Genau, sehr schön. Also das Buch habe ich übrigens auch gelesen. Und manchmal ist tatsächlich so, man liest so über ein Chakra und hat Erkenntnisse über ein Selbst, die man vorher so nicht hatte, die manchmal vielleicht auch ein bisschen hart sind, weil das dann vielleicht Eigenschaften an einem sind, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so gut findet, aber dem absolut zustimmen kann, dass es im Moment gerade so ist, wenn halt zum Beispiel ein Chakra gerade nicht so gut harmonisiert ist oder so. Aber diese Erkenntnis, das ist immer wieder schön, weil man auch wiederum ein Verständnis für sich selbst entwickelt und für bestimmte Situationen, die vielleicht passiert sind. Deswegen ist das so dieses Ganzheitliche, was mir eigentlich da so gut gefällt. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wenn du magst, kannst du jetzt noch mal was Abschließendes gerne sagen, was du den Leuten mitgeben möchtest, die jetzt dieses Video gucken. Ja, sehr gerne. Also ich kann mich Julia nur anschließen, dass die Reise durch das Buch, durch das Handbuch der Chakren wirklich auch manchmal hart ist, weil man viele Dinge ja auch gar nicht sehen oder hören will. Aber ich kann euch nur einladen, begebt euch auf die Reise und bevor ihr an den anderen Chakren beginnt zu arbeiten, seid gut zu euch selbst. Seid ganz, ganz liebevoll mit eurem Herzchakra, was hier auf der Brustmitte sitzt. Denn dieses Chakra steht für Eigenliebe, für Selbstliebe, für Harmonie und inneren Frieden. Und wenn du da in deinem Herzen ganz liebevoll mit dir bist, hast du schon einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Und dann kommen die anderen Chakren von ganz alleine in Schwingung. Aber das Herzchakra ist für mich das Wichtigste überhaupt, weil es für uns eben für die Harmonie steht, aber auch fürs Außen. Also sprich Partnerschaft, Heilung, Hingabe, Liebe. Also da sind so viele wunderbare Themen verankert. Und das Herzchakra grün, rosa, die Herzmitte einfach total wichtig. Vielen, 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 vielen Dank. Ihr findet den Shop Chakmonie auf jeden Fall unten in der Infobox verlinkt, wenn ihr euch das mal angucken möchtet. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die jetzt gerne unten in den Kommentaren stellen. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss, danke.